Heute erzeugen wir ein heftiges Feuer wie dieses hier. Mit Popcorn. Warnung. Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. In meinem 5 Experimente mit Lebensmitteln Video habe ich gefragt, ob ich mal ein ähnliches Video wie mein 2 Kilo Chipsfeuer nur mit Popcorn machen soll. Und verdammt nochmal, ihr wollt dieses Video sehen. Na dann würde ich mal sagen, los geht's. Dass Popcorn gut brennt, kann man sich ja eigentlich schon denken. Aber bevor ich diesen Kommentar gelesen habe, kam es mir ehrlich gesagt auch nie in den Sinn. Deshalb kam ich beim Dreh des 5 Experimente mit Lebensmitteln Videos das erste Mal mit diesem Versuch in Kontakt. Na dann schauen wir mal, was wir aus diesem Versuch noch alles rausholen können. Aber dafür brauchen wir erstmal Popcorn. Mit einer überfüllten Popcornmaschine wäre es ziemlich einfach gewesen, diese Mengen zu produzieren. Denn man macht sich immer zu viel Popcorn. Aber die habe ich leider nicht. Stattdessen griff ich zur Pfanne. Und das dauerte eine Weile. Aber was passiert eigentlich mit dem Mais, wenn Popcorn entsteht? In den Maiskörnern befindet sich hauptsächlich Maisstärke, ein paar andere Kohlenhydrate und ein bisschen Wasser. Bei ca. 200 Grad Celsius fängt das Wasser dann irgendwann an zu sieden. Warum 200 Grad? Na, weil diese Maisschalen extrem stark sind. Und dann auch noch relativ rund, was die Suche einer Schwachstelle erschwert. Denn runde Körper sind ja die stabilsten. Das hat zur Folge, dass wenn die geringsten Mengen des Wassers, die in einem Maiskorn enthalten sind, anfangen zu sieden, nicht entweichen können. Dadurch steigt der Druck im Inneren des Maiskorns und der höhere Druck sorgt wiederum dafür, dass nicht alles Wasser auf einmal sieden kann. Beziehungsweise der Siedepunkt wird größer. Aber sobald die Schale an einer kleinen Stelle nachgibt, reißt sie auf und das Wasser kann schlagartig entweichen. Das reißt die Maisstärke mit, welche dann aufgeschäumt wird. Aber dadurch, dass sie relativ schnell wieder abkühlt, behält sie die Struktur und es ist das entstanden, was wir als Popcorn kennen. Apropos, was glaubt ihr, wie viel Volumen 1 Milliliter 21 Grad heißes Wasser einnimmt, nachdem es 101 Grad heißer Wasserdampf geworden ist? Pausiert mal das Video, damit ihr nicht gespoilert werdet und nehmt euch die Zeit, um einen Kommentar mit eurer Vermutung zu schreiben. Wie wird wohl das Endvolumen sein? Wasser dehnt sich, wenn es in den gasförmigen Zustand übergeht, auf das 1600 bis 1700-fache Volumen aus. Also wird aus diesem 1 Milliliter Tropfen Wasser 1,6 bis 1,7 Liter Wasserdampf. Das ist mehr als das Volumen dieser Flasche hier. Nur damit ihr euch mal davon ein Bild machen könnt. Hättet ihr damit gerechnet? Aber kommen wir zum Hauptteil des Versuches. Aus einem Kilogramm Maiskörnern wurde so viel Popcorn. Und durch die Pfannenvariante sollte aufgrund der geringen Mengen Öl, die noch in diesem vorkommen, das Ganze aufgrund des Dochtprinzips noch ein Ticken besser brennen. Aber nur ein bisschen. Und dass es brennt, sehen wir schon mal. Aber mit der Zeit haben wir sogar ein Feuer, welches mit dem Chipsbrand konkurrieren kann. Viele fragen mich ja, wie ich es schaffen kann, so dünn zu sein, obwohl ich alles in mich reinstopfe, was ich kann. Tja, schafft halt nicht jeder 3470 Kalorien in 15 Minuten zu verbrennen. Denn so lange hat der Brand von Anfang bis Ende gedauert. Und das bei solchen Flammen. Da steckt eine Menge Energie in unserem Essen. Der Zeitraffer sah übrigens auch ziemlich cool aus. Und die aufgelockerte Kohle, die am Ende übrig war, hätte noch beste Bedingungen gegeben, um weiter durchzuglühen. Aber um auf die Energie zurückzukommen, ich will solche Experimente nicht des Öfteren machen. Denn Lebensmittelverschwendung finde ich etwas respektlos gegenüber Ländern, in denen Nahrungsmangel herrscht. Ich kann mich ja mal über Hilfeorganisationen informieren, bei denen auch wirklich ein Großteil des Geldes drüben ankommt und vielleicht können wir dann eine Community-Aktion machen. Schreibt's mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten, wenn dir der Versuch gefallen hat, dann teile das Video und lass eine gute Bewertung da. Und schau dir noch unbedingt mein Video an, in dem ich zeige, wie viel Energie hinter Chips steckt. Ach ja, und vergiss nicht, den Abo-Knopf zu drücken, um kein weiteres Experiment mehr zu verpassen. Denn wir verbrennen nicht immer Lebensmittel.